Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part und zu einer weiteren Aufnahmesession von Alex. Es ist schon ein bisschen her, dass ich das letzte Mal Alex gespielt habe. Ich glaube fast einen Monat oder so. Also mir kommt es vor wie ein Monat. Ich glaube 3 Wochen sind es in Wirklichkeit. Da ich hier ein zweites Projekt begonnen habe, nämlich The Evil Within, und nebenbei noch mich mit meiner Farbmaus Omi, der lieben Tanja, beschäftigen musste vermehrt, da sie eine Lungenentzündung hatte. Woher, warum, wieso, weshalb, wissen Tierarzt und ich nicht. Aber sie ist jetzt auf dem Weg der Besserung. Ihr geht es jetzt von Tag zu Tag besser. Sie frisst wieder, sie trinkt wieder, sie tobt herum. Und das mit ihrem Alter. Die ist schon bald 2 Jahre alt. Also umgerechnet in Menschenjahren so um die 80, 90 Jahre. Also eine rüstige Omi. Und momentan ist sie am Schlafen. Und den Schlaf gönne ich ihr. Jo. Also, das mal so nebenbei. Darum hatte ich gerade mal ein bisschen Zeit, The Evil Within aufzunehmen. Aber jetzt ist wieder mal Alex dran und ich freue mich schon drauf. Was wollte ich eigentlich machen? Stimmt, zum einen, wir sind schon mal Berserker. Obendrein, glaube ich, Krieger. Ne? Wir sind schon ein Level aufgestiegen, also einen Rang sozusagen. Einen Rang aufgestiegen, wir dürften jetzt Krieger, ein Krieger-Depp sein. Jo, warte mal, wie schaut's denn aus? Ja, da steht schon, Rang Krieger. Ja, Level Up haben wir auch bald. Und dann haben wir doch, glaube ich, eine Quest bekommen, ne? Der Weg eines Erzberserkers. Genau, das wollen wir als nächstes angehen. Alarmierende Nachricht. Ragnar hat mich zu einem Weltenherz zwischen Edan und Abessa geschickt. Anscheinend haben sie dort Probleme. Ich sollte mich bei Torgal melden und alles tun, um das Weltenherz zu sichern. Da waren wir doch schon mal, oder? Bei dem Kerl? Glaube ich. Das Schöne ist, dass wir zum Glück und Gott sei Dank keine Quest verloren haben. Außer halt, dass wir uns den anderen eventuell anschließen können. Ist mir aber ehrlich gesagt wurscht. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns die Quest hier an, ne? Dazu mischen wir, wohin? Die Lilly, da oben. Ja, stimmt, bei dem Torgal waren wir wirklich schon. Die kleine Farmen, die können wir uns auch erinnern. Borden wir uns gleich hin und schauen uns mal an, was der gute Herr für Problemchen hat. Wahrscheinlich Angriff von irgendwelchen Mutanten oder so, in der Art. Ja, was hat sich bei uns noch getan? Für Leute, die schon länger nicht mehr zugeschaut haben. Wir haben unsere Axt aufgebessert, wir haben uns einen Helm gekauft, wir haben eine bessere Rüstung an. Den Cowboy-Hut habe ich ersetzt durch diesen Berserker-Helm. Ja, weil ich einfach finde, das steht ihm besser. Wobei, dieser Cowboy-Hut würde ihm schon einen gewissen persönlichen Touch geben, ne? Ja, also könnten wir uns ja noch überlegen, ob wir den Cowboy-Hut behalten möchten. Ich lasse euch das entscheiden, wenn ihr möchtet. Wenn ihr dafür seid, dass wir in Zukunft beim Cowboy-Hut bleiben, weil es ihm einfach eine persönliche Note gibt als Berserker, dann schreibt mir das bitte rein. Dann machen wir das. Also in die Kommentare, ne? Reinschreiben, ja. Lalalala. Ich muss nur aufpassen. Hier gab es ja irgendwo diese grausigen Viecher, glaube ich, ne? Ich habe keine Ahnung, ob wir das schon überleben könnten. Ich habe auch keine Ahnung, ob wir es mit den... Aha, wir finden es gleich heraus. Ob wir es mit den Chimären schon aufnehmen könnten. Ich meine, der ist kein Problem mehr für uns. Ah, das sind mehrere. Ja, ja, komm nur her. Die sind gar kein Problem mehr für uns. Raptörchen sind schon wie solche Pestratten für uns. Es lädt übrigens noch ein bisschen, ne, nebenbei. Halt, Entschuldigung, das wollte ich. Ja, ja, da kommt schon. So. Also das war jetzt da echt kinderleicht. Leder haben wir erhalten. Super, wir haben ja auch uns schon selbst beigebracht, dass wir, wenn wir ein Tier ausluten, dass wir da mehr Sachen kriegen, glaube ich, ne? Das ist echt schon eine Zeit lang her, dass ich das letzte Mal gezockt habe. Ich glaube, ich kann mich so einigermaßen an die Sachen hier erinnern.
Okay, in dem Hittel, da waren wir noch nicht, wie es ausschaut. Wir werden natürlich alles ausrauben. Ich denke mal, das war auf Anhieb richtig. Zu einfach. Ja, das kannst laut sagen. Das ist mein Tag heute. Boah, und so voll. Und ich renne da vorbei, ne? Die hätten wir damals nicht kaufen müssen. Ja. Aber auf jeden Fall haben wir hier eine Schachterhose, ein paar Heilpflanzen, Elektroschrott, Elixid, kleiner weißer Stein und einfacher Holzpfeil. Wir nehmen natürlich alles mit. Zack. Was? Da sehe ich auch einen Heiltrank leuchten. Nehmen wir auch mit. Dann haben wir hier vielleicht noch irgendwas. Schaut nicht so aus. Wir könnten nur draufklettern. Das müssen wir nicht unbedingt. Der Kasten hier ist umgefallen. Ja, passt. Schön. Gut. Genau. Die wollen da runter. Ich hoffe auch, dass wir gegen diese generellen Mutanten und wie hießen die Blut... wie hießen die? Blutmolche oder so? Oder diese grausigen Viecher, wisst schon, ne? Dass wir jetzt gegen die hoffentlich eine gute Chance haben. Also ich kann es gerade nicht einschätzen, wie viel stärker wir sind. Ich hoffe, dass es reicht. Lalilalila, da sehen wir schon das Weltenherz. Halt. Ah, das ist das, bringt die Umfiech, glaube ich, ne? Sollen wir mal probieren? Ich würde auch speichern. Wir können probieren, ob wir jetzt eine Watschen schon überleben von dem Kerl. Wartet mal, Spielstand 5. Das heißt, wir nehmen den 6. Hier bitte. So. Gut. So. Probieren wir es einfach mal. Was haben wir zu verlieren? Ich könnte noch was essen vorher. So. Gespeichert haben wir eh. Wenn er die Waffe ziehen würde, wäre schon geholfen. Okay. Wir überleben eine Watschen. Das ist schon mal. Irgendwie will er seine Waffe nicht ziehen. Jetzt hat er's. Ein Stalker. Da sieht man mal, wie die Stalker in echt ausschauen. Ja, wir hätten eine Chance. Das hätte jetzt echt nicht für möglich gehalten. Ich bin entzückt. Oh, aber Raid. Aber das schaut echt nicht schlecht aus. Jetzt können wir solche Viecher auch schon klatschen. Das ist echt, das ist mir ganz lieb. Aber wenn ich jetzt noch eine Klatsche kriege, bin ich weg. Ich muss aufpassen. Ich müsste mich mal dringend heilen. Einmal noch eine Suppe schlürfen. Ja, aber wir hätten eine Chance. Ich würde es probieren, glaube ich. Wenn ich mich ein bisschen besser anstelle, könnten wir es schaffen. Wartet mal kurz. Nochmal eine Suppe. Habe ich irgendein Steam draußen? Warte mal kurz. Vielleicht könnte ich da noch ein bisschen... Oh, da gab es gar nicht so schlechte Erfahrungspunkte. Das war hier drin, glaube ich, ne? Hier die Steams. Labarabara, überleben. Denk, den können wir uns reinpfeffern, oder? Maximale Ausdauer, Strahlungsschutz, Baumett, Angriffsgeschwindigkeit. Wachmacher. Der wäre gar nicht schlecht. Habe ich mir den. Haben wir den? Habe ich den schlauerweise schon heraus? Ich denke, ne? Machen wir so. Was? Dann hauen wir uns den Wachmacher rein. Das ist jetzt auf Stufe 9. So. Und jetzt gehen wir es nochmal an. Vielleicht können wir jetzt besser klatschen. Ich hätte vielleicht doch die Ausdauer wählen sollen. Aber mal schauen. Na, draufhauen. Okay, ausweichen. So, und jetzt wieder. Aber ehrlich gesagt, das mit dem Tempo ist echt nicht schlecht. Das ist ganz gut, ehrlich gesagt. Oh weh, außer ich mache so die Sachen. Dann ist es nicht so krass. Ich brauche es zum Heilen. Passt, er hat getrunken. Ich wollte eigentlich nur auf Quet drücken, ne? Hat aber nicht so gut hingehauen. Aber das hoffe ich ist gleich mal erledigt, das gefreut mich. Er hat uns damals mit einem Schlag umgehauen. 125 Erfahrungspunkte, so muss das ausschauen. So muss das ausschauen. Kralle, Fell, Ohr eines Stalkers erhalten. Das kann man immer brauchen. Mhm. Zähne und Knochen. Sehr gut. Passt. Ich speichere das gleich mal. Ich finde, das war speicherungswürdig. Super. Echt spitze. Passt. Dann schauen wir uns das Weltenherz an, ne? Oh, da haben wir was. Eine kleine Heilpflanze. Stimmt. Da konnten wir vorher nicht uns umschauen, ne?
Ah, jetzt fängt es auf einmal zum Regnen an. Ja, auch nicht schlecht. Das ist unser Siegesregen ist das. Oh, was haben wir da? Entschuldigung, ich bin gerade im Jagdmodus. Viechlein, ein Rudelführer. Aua, wo ist denn dein Rudel? Ein Rudelführer ohne Rudel. Ja, kommt auch mal vor. Passt, erledigt. Danke. Ich vermute, vielleicht greifen wir schon bei einer Quest vor. Aber ist mir ja wurscht. Vielleicht spawnt das Viech nochmal. Und dann kriegen wir nochmal Erfahrungspunkte. Das wäre super. So, eine Nordranke. Nehmen wir alles mit. Nordranken sind selten, oder? Hatten wir die schon mal gesammelt? Ich weiß es gar nicht. Ist ja wurscht. So, zum Weltenherz. Abermals. Das Vorhaben. Da-di-da. Da ist grad, da ist Blut drauf. Das ist vielleicht kein gutes Zeichen, oder? Also mal die Wand hier steht ja noch, ne? Das ist ja schon mal gut. Die Leute stehen hier auch noch. Servus. Aquadranga. Und dann schauen wir mal, was der Gute hier für Problemchen hat. Also Dorgal, schütte uns dein Herz aus. Weißt du etwas über Banditenüberfälle? Ach so, Banditen sind hier das Problem. Ups, ich hätte vielleicht die Quest durchlesen sollen. Besser. Egal, also. Weißt du etwas über die Banditenüberfälle? Natürlich. Die Kerle sind uns in der Nacht auf den Pelz gerückt. Und hätte ich der Wachmannschaft nicht eingeschärft, aufmerksam zu sein, stünde ich jetzt nicht hier. Ich fürchte, ihr nächster Angriff steht uns bald bevor. Sie wissen jetzt, dass wir zahlenmäßig schlecht aufgestellt sind. Aber schließlich bist du jetzt hier, ja, um uns zu unterstützen. Mir fällt gerade auf, dass ich eigentlich ja Magie verwenden könnte. Ich habe immer noch stumpf mit Axt und Schild auf die Gegnerdrösche. Ja, das wird bei mir nichts mehr. So viel zu Magie, ne? Eigentlich nicht. Mit denen werden wir schon fertig. Ja. Mit denen werden wir schon fertig. Genau. Natürlich. Leicht werden wir es ihnen nicht machen. Wir werden nicht umhinkommen. Verdammt, wenn man vom Teufel spricht. Ah, ich schieße was. Naja, war klar. Zieh deine Waffe. Schützt du den nördlichen Eingang. Ich übernehme den im Süden. Schnell. Okay. Jawohl. Und wir helfen auch mit, wo auch immer die Deppen sind. Typen, die Ärger machen. Ja, da hast du recht. Aber sie geben Erfahrungspunkte. Also, auf die Gosch. Och, die sind ja Kinder, Kacke für uns. Bitte. Ihr Deppen. Na, geht schon, draufhauen. Und einmal geht schon noch. Und, ah, okay, dann hätten wir schon. Gut, dann looten wir die schnell aus. Halt, nicht du. Dich brauche ich noch, mein Freund. So, Banditen, Banditen, Banditen. Da ist noch einer. Da ist noch einer. So, und andere Seite. Ich hoffe, die sind noch am Leben. Dass wir noch ein paar Erfahrungspunkte kriegen, sonst sind sie halt verreckt. Sprint, Sprint, Sprint. Ich glaube, die sind schon fertig, ha? Wo ist jetzt der andere Eingang? Alter, ich renne einmal aus und dumm. Da ist er. Ich mir. Ja, halt, Gosch. So, weg ist er. Mei, wie niedlich. Und die haben, waren früher ein Problem für uns. Pff, nix da. Da ist noch ein Banditchen und noch eins. Oh, da dachte ich schon, der stürmt auf mich zu, da ist es Ray. Also so ein Bandit halt, ne? Aber nee, alles gut. Na, Herr Chef? So langsam reißt mir der Geduldsfaden. Was glauben diese Banditen eigentlich, wer sie sind? Keinen Funken Ehre im Leib, aber über unsere Sachen hermachen wollen, von wegen. Soweit ich das überblicke, ist ihr Anführer nicht unter den Toten. Nutzen wir also die Gunst der Stunde und holen uns das Schwein. Ich denke, bei dir ist dieser Auftrag gut aufgehoben. Ich komme nicht umhin, das Lager zu sichern, falls wider Erwarten ein weiterer Angriff erfolgt. Schleife ihn von mir aus an den Haaren hierher, wenn du nicht mit ihm fertig wirst. Hauptsache, du gehst die Sache an. Kein Problem. Wo sind die Kribbeln versteckt? Wo haben die Banditen ihr Versteck? Wenn ich mir etwas aus den letzten Angriffen zusammenreimen kann, dann muss es östlich von hier sein. Überquer den Fluss und sieh dich genau um. Je nachdem, wie sicher sie sich fühlen, mag es leicht oder schwer sein, ihnen auf die Spur zu kommen. Aha. Ja, schön.
Ja, passt. Da fällt mir gerade ein, da oben gab es ja ein Lager, ne? Oh Mann, es regnet schon wieder. Hier, glaube ich, ne? Wir sind jetzt Berserker, theoretisch dürfen wir sie betreten. Wir haben nur Berserker-Zutritt, die diesem Weltenherz zugeteilt wurden. Ah, so war das. Okay. Eigentlich, streng gesehen, sind wir zugeteilt. Nur für ein paar Minuten, aber zugeteilt. Naja, egal. Banditentrottel und so, ne? Essen wir mal gut. Dann wäre gut auf die Karte glubschen. Wo müssen wir denn da hin? Wo ist... Boah, so weit weg? Ach so, wir müssen Bericht erstatten, oder was? Oder nochmal mit Torgal quatschen? Oder die Quest vielleicht auch mal auswählen. Das wäre auch nicht schlecht, ne? Wählen wir doch die Quest aus, dann wird es schon besser gehen. Hier, räuchere das Banditennest aus. Die Banditen, die das Weltenherz angreifen, müssen vernichtet werden. Torgal sagt, ich soll ihr Versteck finden und ihren Anführer töten. Dann sollten sie sich von ganz alleine auflösen. Bitte sehr, bitte gleich. So, wo ist denn das? Da drüben. Ja, das geht. Da finden wir, glaube ich, schon hin. So. Also dann, spurten wir uns mal los, ne? Tap, tap, tap. Hui. Tap, 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 tap. Irgendwo da drüben, okay. Tap, 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 tap. Mei, ich fühle mich gerade so bärenstark. Mein Süß, ein kleines Kritterchen. Komm mal zu Papa. Und... Ja, treffen muss ich auch noch. Dann klappt das schon. So. Ja, der Knurter. So. Jawohl. Entschuldigt, falls es ein bisschen laut im Hintergrund ist, kratzmäßig und so. Ich glaube, mein Vermieter tut schon wieder irgendwas basteln. Ja. Jo. Er ist sehr fleißig. Wirklich wahr. So, was haben wir hier? Eine kleine Mahnpflanze. Ich glaube, wir müssen darauf, oder? Kann das sein? Dann schweben wir hinauf. Aha, da ist ein Lagerfeuer. Halt, es leckt. Ah, eine Drecksspinne. Okay, die wir aufklappen können. Problemlos, weil die sind ja bären stark. Ja, ein bisschen ausweichen. Ich bin schon fast hin. Ah, wie geil ist das denn? Bin ich schon hin. Sehr gut. 60 Punkte. Für uns. Zitrinpanzerdrüse und Fangbein. Ja, so ein Fangbein kann man immer brauchen. Ist sicher praktisch beim Looten. Da fängt man die Items schneller. Aha, der war schlecht. Ja, gut. So, ich glaube... Aha, da sehe ich ein Opfer. Komm her, Opfer. Ich muss aufpassen, dass ich ihn jetzt mal zum Opfer umbringen lasse, weil so ungestüm wie ich gerade bin und vergesse wieder mal zu speichern, könnte mir das mal das Leben kosten. Kommt selten vor, aber es kommt vor. So, wieder was essen. Wie du uns speichern, ist einmal, glaube ich, gesund für uns. So. Passt. Dann schleichen wir uns weiter in der Gegend rum. Da sehe ich ein Pflanzerle. So. Da oben haben wir auch was. Den schnappen wir uns auch. So. Einmal die Waffe ziehen. Ein Hornwolf. Ein kleiner, süßer. Ja. Zack, weg ist er. Da schnurrt er. So, dann weiter in die Richtung. So, lala. Ein Warnschild. Ah, Steine von oben. Ja, gut. Ich glaube, ich renne falsch. Ich muss da irgendwie runter. Heureka! Dran. Da schaut schon eher richtig aus. Ah, da sind wir doch schon mal lang gestiefelt, oder? Haben wir die nicht um... Ja. Die haben wir da mal umgemerzelt. Halt, da hinten ist irgendwas. Ich dachte, das wäre ein Kreta. Dich knöpfe ich mir vor. Ah, nein, hier, hier zuerst. Ich glaube, das schaffen wir noch in der Tat. Ich bin da, glaube ich, etwas zu ungestiefelt aber rein. Au! Du Grippel. Was fällt dir ein? Da weint er, ne? Ist ja klar. Ich glaube, ein Trankelein. So, ist fein. Wo ist ein Grey schon wieder hin? Was, der ist ledig? Au, au. Aha.
So, vergiftet sind wir auch. Das ist das Allerbeste. Ich will mal diese Faust ausprobieren. Aha. Das ist, glaube ich, keine gute Idee jetzt gewesen. Aber er brennt schon mal. Das ist schon mal was. Okay, das geht im Flug. Oh, ich habe Rayan gezündet. Ich wollte es mal ausprobieren. Warte mal, das war jetzt echt schlecht. Entschuldigung. Ich wollte es mal ausprobieren, wie das geht. Aber eher zum Bullen gedacht, ne? Diese Feuerfaust da. Warte. Haben wir gleich. In die Richtung, ne? Halt, was war da? Ich glaube ein Giftkraut. Das nehmen wir noch mit. Ich habe, glaube ich, gerade einen Bug wegen Feuerfaust-Dingens. Da sind sie, ne? Ich heiz den einmal ab. So. Tada. Und geht schon. Zack. Zack. Okay, das Feuerdingens. Ich glaube, das bringt echt. Au! Waren wir das? Oder hat der gerade einen Flammenwerfer benutzt? Ich glaube, der benutzt einen Flammenwerfer oder so, ne? Der Krippel. Sollte mal kurz ausweichen. Und mal was trinken. So ist besser. Ein Steam könnte ich auch verwenden. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich da auf den für ein Steam habe. Oh, wupp. Stufe aufgestiegen, wollte ich sagen. Das ist mir gerade aufgefallen vorhin. So, warte, die waren wir noch fertig. Und dann hören wir auf für heute. So. Waren das jetzt schon alle? Tatsächlich. Schön. Also nochmal. Wupp. Stufe aufgestiegen. Super. Banditenanführerle. Also das mit der Feuerfaust da, das muss ich noch üben. Das muss ich noch üben. Gut erhaltene Konservendose. Das ist immer schön. Haben die jetzt mittlerweile wieder was angehortet? Jo, Gabel und Messer. Und ich glaube, da ist was zum Essen drin, oder? Guter Becher. Achso, das hilft uns nichts. Schade. Frische Äpfel wären gut gewesen. Haben sie vielleicht noch Pfeile und irgend sowas? Wir waren ja schon mal hier, wie gesagt. Wir haben die ja auch schon mal ausgeraubt. Aber ein Bettchen hätten sie da. Na, schlafen brauchen wir jetzt nicht. Na, ich glaube, da hätten wir alles. Hm? Schaut so aus. Warte, ich kletter noch schnell. Warte, eine Leiter? Ja, da kann man auch schnell hochklettern. Versuchen. Also, klettern wir schnell. Nicht hüpfen, klettern. So, mal schauen, was oben ist. Und dann beenden wir den Part, wie versprochen. So. Schlafsäckchen. Also quasi einfach nur ein Stockbett. Okay. Gut, dann haben wir da nichts mehr. Ihr Lieben, sollen wir es noch zurückporten? Quest abgeben, dann hätten wir das abgeschlossen, ne? Wäre vielleicht nicht so schlecht, oder? Wir sind hier, da ist das Lager. Ja, baut man zumindest mal zu kleinen Farmen, ne? Dann fangen wir an zu laufen. Und dann können wir den Part auch so beenden, ne? Na gut. Da fällt mir ein, wir könnten theoretisch versuchen, dieses Haus da zu säubern, ne? Das war uns ja beim ersten Mal, wie wir zu Besuch waren, ja nicht möglich. Aber das machen wir im nächsten Part. Ja, beenden wir da mal. Schauen wir uns mal dann das Haus da vorne an, ob wir die Viecher besiegen können, da sie gerade auf dem Weg liegt. Und dann gehen wir zum Perserker Dorgal und geben die Quest ab. Na gut, ihr Lieben, das war's dann für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!